che mo c'è l'incepidore. A che la voce se le chirisoie. A che mo c'è l'incepidore. A che mo c'è l'incepidore. Labo, rui labo. C'è tami e mano negato. Forse ami c'è naro. Asfiscia, ciò manca giuncia, fecra, asticcia. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen aus dem wunderschönen Alanya. Ja, wie man sieht, super Wetter, 29 Grad, Wassertemperatur 26 Grad, was will man mehr? Ich hoffe, euch geht's gut. Das heutige Thema, was bedeutet Auswandern für mich? Genau, ist ein sehr wichtiges Thema. Was ist Auswandern? Ich setze mich mal kurz hin. Was bedeutet für mich Auswandern? Auswandern ist für mich, in ein fremdes Land zu kommen, nicht zu arbeiten, sein Leben zu genießen und erstmal dankbar zu sein, dass man gesund ist, dass man jeden Tag gesund aufstehen kann. Viele haben das Glück leider nicht mehr und ich bin dafür sehr dankbar. Gott dankbar natürlich, nur ihm danke ich für alles, dass er uns das alles ermöglicht hat. Ich hoffe, man versteht mich auch. Für mich bedeutet Auswandern, wie gesagt, auszuwandern in ein Land, aus einem Land, wo eigentlich stabil ist, in ein Land zu kommen, um das hier zu genießen. Jetzt kommen die großen Wellen. Ja, jetzt hat mich die Welle erwischt. Also nochmal zurück. Also auswandern, um das hier zu genießen. Das hier, was ihr seht, ist das Meer. Dann hier blauer Himmel, Sonnenschein, die Ruhe, diese endlose Weite. Da hinten auch das Gleiche. Und herzukommen und nichts zu arbeiten. Einfach ein Leben zu führen in Ruhe und Harmonie und eventuell ein Hobby zu haben, damit es mir nicht langweilig wird, sprich angeln, auch die Welt zu bereisen, die Türkei noch anzuschauen. Aber für andere ist Auswandern herzukommen in die Türkei und versuchen zu arbeiten, ist auch nicht mehr das, was es mal war. Und diese Möglichkeit besteht für Ausländer nicht mehr. Außer man würde eine eigene Firma gründen oder irgendwo was aufmachen, hier eine Investition führen. Das würde noch gehen. Alles andere, hier zu arbeiten, vielleicht als einheimischer Türke, der wo auswandern will. Aber arbeiten hier, das empfehle ich niemandem. Es ist auch kein richtiger Weg. Sondern auswandern sollte sein, euch anzukommen, in Ruhe es zu genießen, euer Auswanderung. Und viele schaffen das natürlich in diesem jungen Alter nicht. Außer die haben vielleicht eine Firma in Deutschland gegründet. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr schwierig geworden. Die Türkei macht es halt leider immer schwieriger. Und die Türkei will nicht einfach ein Auswanderland sein. Es ist auch kein typisches Auswanderland für jemanden. Außer man kommt hier für ein paar Monate oder man hat so viel Glück wie wir und ist vor diesen Gesetzen hergekommen, hat etwas gekauft. Und davon gibt es einige und die, wo länger hier sind und die KAMET haben, also Aufenthaltserlaubnis. Für die ist es auch etwas einfacher.
könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben, was ihr unter Auswandern versteht. Ob ihr der gleichen Meinung seid wie ich oder ihr eine andere Meinung habt, das können wir gerne hier ausdiskutieren. Also wie gesagt, wer herkommt und arbeitet, der hat irgendwas falsch gemacht, meine Meinung. Und auch diese Pläne, herzukommen aus Deutschland, aus einem eigentlich sicheren Land, um hier zu arbeiten, das ist eine total falsche Richtung. Das empfehle ich auf keinen Fall. Aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen. Und jeder muss selber entscheiden, ob ihm das möglich ist oder nicht. Oder ob er das will. Ansonsten, ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt in der Türkei. Ich hoffe, bessere Sachen, positivere Sachen. Und ja, so liege ich da, ohne Luxus und ohne irgendwas. Also für mich langt es so. Ich liege hier, wie gesagt, am Strand, am Boden. Und er ist richtig schön sauber. Ich brauche keinen Luxus. Ich muss nur schön alles genießen und geerdet sein mit der Natur und mit der Erde, dann funktioniert das. Ansonsten empfehle ich es euch auch. Wie gesagt, macht es oder versucht es wenigstens und habt einfach Pläne. Ohne Pläne funktioniert das eh nicht. Man sollte schon einen Plan haben im Leben, ansonsten kann man das alles vergessen. So. In diesem Sinne danke ich euch nochmal fürs Zuschauen. Gerne ein Like da lassen bei Gefallen. Auch Kanal abonnieren natürlich. Danke euch und habt einen schönen Tag und ich genieße mein Leben weiterhin. Ciao und bis dann.